Dein Raumschiff fliegt mit 99,9%iger Lichtgeschwindigkeit durchs All. Bist du nicht cool? Die Sterne verwandeln sich in helle, durchgehende Linien. Der unendliche Weltraum ist zu einem Tunnel geschrumpft. Vor dir ist ein heller Lichtblitz. Wups! Das Raumschiff schießt wie ein Korken aus dem Tunnel. Du siehst die urzeitliche Erde vor dir. Laut Computer bist du 70 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist. Du bist Paläontologe oder Paläontologin der Zukunft und bist aus einem einzigen Grund durch die Zeit gereist. Um dir mit eigenen Augen den meist unterschätzten Dinosaurier der Geschichte anzusehen. Du bist auf der Erde gelandet und gehst durch den Dschungel. Plötzlich hörst du ein mächtiges Brüllen. Aus den Bäumen kommt ein Dinosaurier hervor. Er ist mehr als doppelt so groß wie du und wiegt so viel wie 4 Autos. Die Wissenschaft hat nur 2 riesige Arme von diesem Dino gefunden. 60 Jahre lang war Deinokairos eines der großen Rätsel der Paläontologie. Jetzt können wir dieses Wesen in seiner Gesamtheit begutachten. In der Mongolei hat man es geschafft, einen vollständigen Fossilsatz zu finden. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet der Name dieses Dinosauriers schreckliche Hand. Scheinbar war er ein lausiger Pokerspieler. Deinokairos ist ein Tiercocktail, den die Natur erschaffen hat, sowohl um Schrecken als auch Lachen zu verbreiten. Lass uns das doch mal aus der Perspektive der Evolution selbst betrachten. Nehmen wir zuerst den T-Rex. Deinokairos und der König der Dinosaurier sind etwa gleich groß. Vom T-Rex übernehmen wir nur die kräftigen Hinterbeine und den langen Schwanz. Statt der kleinen Ärmchen bringen wir mächtige, 2,4 Meter lange Arme an. Und lass uns nicht die Finger mit den rasiermesserscharfen Krallen vergessen. Jede Klaue ist so lang wie ein Küchenmesser. Dann geben wir noch einen Kamelhöcker, einen Straußenhals und einen Pferdekopf hinzu. Und statt eines zahnreichen Mauls basteln wir einen Entenschnabel dazu. Schon ist unser Deinokairos fertig. Er besitzt auch lange, scharfe Klauen an seinen flachen Füßen. Diese breiten Sohlen haben ihm geholfen, durchs Flussbett zu waten, ohne im Schlick zu versinken. Die meisten WissenschaftlerInnen glauben außerdem, dass er mit Federn bedeckt war. Das Hauptgericht auf seiner Speisekarte waren Pflanzen. Um bei deren Verdauung zu helfen, hat Deinokairos Steine geschluckt. Viele moderne Vögel machen das genauso. Steine im Magen zermahlen das Pflanzengewebe. In einem Deinokairos haben WissenschaftlerInnen ganze 1400 gefunden. Ja, dieser Dino hatte einen riesigen Magen, der ihn ganz schön langsam gemacht hat. Mit einer solchen Größe hat Deinokairos sehr lange gelebt, zwischen 75 und plus minus 300 Jahren. In einem 100 Millionen Jahre alten Stück Bernstein hat man seltsame Knochen gefunden, die zu dem kleinsten bekannten Dinosaurier gehören. Nimm mal 2 Geldscheine aus deiner Brieftasche. So viel hat dieser Dino gewogen. Er war ungefähr so groß wie ein moderner Kolibri. Die Wissenschaft weiß nicht, ob dieser Winz-Dino eher wie eine Eidechse aussah oder wie ein Vogel, aber sie ist sich ziemlich sicher, dass er fliegen konnte und Insekten gejagt hat. Das bestätigen über 100 scharfe Zähne. Was passiert, wenn du ein Huhn mit einem Krokodil kreuzt? Du bekommst einen dieser bösen Jungs, einen Hesperonychus. Dieser Dinosaurier war klein, aber er war ganz schön von sich überzeugt. Er lebte in Nordamerika und jagte wahrscheinlich Säugetiere. Er wog nur 2 Kilogramm und war wie ein Huhn ganz mit Federn bedeckt. Wäre das Faultier ein Dinosaurier, würde der aussehen wie ein Suzosaurus. Der hat sich auf 2 Beinen vorwärts bewegt und war so groß wie eine moderne Giraffe, aber hat 3-mal so viel gewogen. Suzosaurus hatte Federn am ganzen Körper und einen langen Hals, der ihm half, in alle Richtungen zu sehen. Dank seines Schwanzes sah der Dino insgesamt aus wie eine riesige Ratte auf 2 Beinen. Als die Wissenschaft das erste Mal Fossilien dieses Tiers fand, hat man nicht geglaubt, dass sie echt waren. Der Halscaraptor sieht aus wie eine Mischung aus Velociraptor und Strauß. Nur dass dieser Dino so groß war wie eine Gans. Die starken Hinterbeine dieses Lebewesens bestätigen, dass es an Land gehen konnte. Der Dinosaurier hat Fische gejagt und ist für seine Beutezüge tauchen gegangen. Wir sind es gewöhnt, dass fliegende Lebewesen 2 Flügel haben, aber die Evolution liebt es, Regeln zu brechen. Der Mikroraptor hatte 4 Flügel.
und an jedem von ihnen befanden sich starke Federn. Der Dino wog kaum mehr als 1 Kilogramm und seine Federn waren so schwarz und glänzend wie die einer Krähe. Es gibt auf unserem Planeten keine Vögel mit 4 Flügeln. Das bedeutet, sie haben sich aus 2-flügeligen Dinos weiterentwickelt. Der Mikroraptor war eine evolutionstechnische Sackgasse, die zu keiner neuen Gattung geführt hat. Dieser schwer auszusprechende Kollege, ich versuch's mal, Tanistropheus, war ein Dinosaurier wie aus einem Trickfilm, aber er hat wirklich existiert und im Wasser gelebt. Er wog 135 Kilogramm und war 6 Meter lang. Sein halber Körper war ein ungemein beweglicher Hals, so groß wie eine große Anaconda. Die Wissenschaft weiß nicht, wieso dieses Tier einen so langen Hals hatte. Wahrscheinlich hat es damit Fische gefangen oder Seilspringen geübt. Stell dir mal vor, dass vor 66 Millionen Jahren, ich war damals nicht dabei, kein Asteroid auf unseren Planeten gekracht wäre. Die Dinosaurier wären nicht verschwunden und die Säugetiere hätten nicht den Planeten übernommen. Das bedeutet, Primaten hätten sich nicht weiterentwickelt und wären in den Bäumen geblieben. Wer hätte in so einer Welt den Platz der Primaten eingenommen? Viele WissenschaftlerInnen glauben, das hätte der Troodon sein können. Der Dinosaurier hatte relativ zu seiner Körpergröße das größte Gehirn. Er ging auf 2 Beinen und war etwa so groß wie ein Mensch. Rein hypothetisch hätte Troodon sich weiterentwickeln und so intelligent werden können, wie wir jetzt sind. Übrigens, das relativ zur Körpergröße kleinste Gehirn hatte der Stegosaurus. Er war der größte der gepanzerten Dinos. Er war Pflanzenfresser, aber sein kräftiger Schwanz und seine scharfen Stacheln wurden von allen Jägern seiner Zeit gefürchtet. Ein Stegosaurus wog fast 4 Tonnen, doch sein Gehirn war, ja, nicht viel größer als ein Hotdog. Pegomastax war kaum größer als eine Hauskatze und rannte wild und frei vor 100 bis 200 Millionen Jahren durch Afrika. Stell dir eine 2-füßige Eidechse vor, die wie ein Papagei aussieht. Pegomastax war sowohl mit Federn bedeckt als auch mit Stacheln, ähnlich denen eines Stachelschweins. Er hatte einen Schnabel, aber aus dem Unterkiefer wuchsen 2 scharfe Reißzähne. Trotzdem war das gruselige Aussehen dieses Lebewesens eine Täuschung. Dieser Dino war schnell und konnte kräftig zubeißen, aber er war ein friedlicher Pflanzenfresser. Unser nächster Kollege lebte vor 80 Millionen Jahren und erinnerte an einen Strauß mit dem Gewicht eines mittelgroßen Papageis. Er konnte schnell laufen und jagte Insekten. Statt Armen besaß der Dino 2 winzige Finger mit Klauen an den Enden. Es ist der einzige einfingerige Dinosaurier, von dem die Wissenschaft weiß. Dieses seltsame Lebewesen war einer der Vorfahren der heutigen Vögel. Jeholopterus war ein Flugsaurier, der aussah, als käme er direkt aus einem Science-Fiction-Film. Er sah ein bisschen so aus wie eine Katze mit Fledermausflügeln. Das Tier ernährte sich von Insekten, doch eine andere Theorie besagt, dass es wie eine Mücke fraß. Dieser Dino landete auf dem Rücken eines großen Dinosauriers und stach mit seinen scharfen Reißzähnen durch die dicke Haut. Als nächstes haben wir ein märchenhaftes Einhorn. So weiß wie Schnee, wunderschön und würdevoll. Das ist eine Qingdao-Eidechse, der reale Prototyp des einhörnigen Pferdes. Auf seinem Kopf wuchs ein über 40 cm langes, knochiges Horn. Vielleicht half das Horn ihm im Wasser zu schwimmen, Partner anzulocken oder verschiedene Geräusche zu produzieren. Das Märchen-Einhorn ist definitiv niedlicher als sein prähistorischer Cousin. Unser nächstes Kerlchen erinnert an eine Kreuzung zwischen Eidechse und Tiger. Stell dir ein Tier vor, das so viel wiegt wie 5 Wildschweine und einen Körper wie eine Limousine hat. Gliedmaßen mit scharfen Klauen, Reißzähne, ähnlich denen eines Säbelzahntigers und ein kräftiger Kiefer. Es war eines der gefährlichsten Tiere, die je auf der Erde gelebt haben. Es hat eine Nische ausgefüllt, die heute Löwen, Tigern und anderen Großkatzen vorbehalten ist. Der nächste bitte! Dieser kleine Dino war etwa so groß oder klein wie eine Taube. Er konnte nicht fliegen, aber war einer der ersten Dinos mit Federn. Allerdings unterschieden die sich von modernen Vögeln. Sie waren nicht in separate Äste aufgeteilt, sondern bestanden aus einem Stück und erinnerten an Blätter. Dieser große Kerl ist nicht nur für sein seltsames Aussehen und seine Größe bekannt.
Obwohl er so groß war wie ein fünfstöckiges Gebäude und so viel wog wie ein Elefant. Berüchtigt war dieser Riese für die größten Klauen des Planeten. Die waren der Albtraum jedes Nagelpflegers. Aus seinen Fingern stachen 60 cm lange Sensen hervor. Trotz dieser furchterregenden Teile ernährte er sich von Pflanzen, die er mit seinen kleinen Zähnchen kaute. Die gigantischen Krallen brauchte er, um Blätter von hohen Bäumen abzureißen. Aua, ich versuche zu wachsen. Darf ich dir das größte Tier vorstellen, das je am Himmel unserer Erde geflogen ist? Stell dir ein Lebewesen mit einer Flügelspannweite fast so breit wie ein Basketballfeld vor. Um so ein Gerät anzuheben, musste es federleicht sein, also wog es gerade einmal so viel wie ein modernes Schwein, während seine Flügel eine dünne Membran waren. Sie erstreckten sich vom unteren Ende der Beine bis hin zu den verlängerten Fingern. KünstlerInnen stellen diese Kreatur oft mit Federn bedeckt dar, doch ihr Körper war in Wahrheit überzogen mit einem Gewebe, ähnlich menschlichem und tierischem Haar. Akrotolos ist ein ungewöhnlicher Saurier, der einen Helm aus hartem Knochen trug. Nein, keine Baseballmütze. Das Wesen war so groß wie ein Labrador, aber nicht genauso zutraulich. Einem Stock wäre dieses Tier nicht nachgelaufen. Stattdessen flitzte es auf einen Rivalen oder ein Raubtier zu und rammte mit seinem harten Schädel zu.